Konzept Wood Food geht es darum, an langen Tisch zu sitzen, zusammen zu essen. Und die Thematik vom Holz zieht sich durch den ganzen Abend. Es ist vielleicht auch so, dass das Element Feuer und Holz im weiteren Sinn auch etwas sehr Sinnliches ist, etwas, was die meisten Leute gerne haben, wo sich sofort wohlfühlen. Und das fühlt man natürlich beim Essen auch. Also die Wärme, das Geborgene, das dringt natürlich auch durch. Auch wenn man vielleicht etwas dann schlussendlich so zubereitet, wo den Leuten sonst nicht ganz so bekannt ist. Von dem her bietet das Konzept immer einen guten Zugang für neue Sachen. Die Rückmeldungen waren sehr positiv. Viele Leute waren begeistert und haben gesagt, es sei ein neues Erlebnis für sie und auch irgendwo ein bisschen inspirierend. Und das hat uns natürlich dann auch motiviert, weiterzumachen. Wir arbeiten jetzt gerade am Wood Food Buch. Auf der einen Seite ist das Buch sehr technisch. Das heisst, man kann auch wirklich vertieft die ganzen Grundlagen der Holzküche lernen. Auf der anderen Seite gibt es Porträts von Weggefährten von uns, die sehr wichtig sind in der Entwicklung des ganzen Wood Food Universum. Und dann gibt es natürlich auch sehr viele Rezepte, die man dann praktisch nachkochen kann. Das Schönste an dieser Zusammenarbeit mit dem Valentin und dem Lukas ist, dass wir alle sehr eine gleiche Idee von dieser Ästhetik haben. Darum haben wir auch ein Non-Styling gewählt, damit diesen Rezepten oder Kreationen auch wirklich ein Platz geboten wird. Unser Wunsch mit dem Buch ist, ein breites Publikum für das Thema Kochen mit Holz zu sensibilisieren und so auch vielleicht neue Weggefährten zu finden, damit so Projekte wie das Wood Food 2014 auch weiterhin möglich sind. There's kind of like a lack of boundaries with this kitchen, so a lot of the guests do walk almost like right into your zone. But it's fine, it's part of the show, so you just kind of have to roll with it, and everybody seems to be really nice and interested in the food. So just try to act natural. The only thing that's tying it all together is wood. So it really gives us a lot of freedom to be creative, and it's kind of like we're recreating a new menu every night. It's really unique. It's fun to work like that. Lo especial en el bar y en la selección de bebidas fue que todo lo intentamos combinar con la madera, con el grill, con el humo. Tenemos mezcal que es ahumado, tenemos duraznos que ahumamos en el horno. Wir wollen eine richtige Gastfreundschaft hier drin haben. Wir wollen, dass die Leute kommen, sich wohlfühlen, geil essen und happy wieder gehen. It's kind of like we're all just doing this together and all having a great time doing it. We're all on the same team and everybody's happy to be here. Mm-hmm.